Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Jo. Lass mal das mit dem Lernen. Gehen wir weiter. Ich möchte gerne, ich denke, wir werden bei unserem, ich werde wieder mal mit der magischen Faust des Feuers, glaube ich, spielen. Wobei das mit Gift hört sich auch nicht schlecht an. Da können wir, glaube ich, den Gegner mit einer Giftwolke Schaden zufügen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlecht. So. So, machen wir das mal. Und ich glaube, wir questen weiter. Das mit dem Lernen lasse ich jetzt mal. Das hat uns im letzten Part zu viel Zeit gekostet. Also, neue Erkenntnisse von ihr. Das ist auch wieder recht schwer. Ich glaube nicht, dass ich... Ja doch, vielleicht haben wir genug Material. Ich tue noch ein bisschen Zeit verschwenden. Wartet kurz. Vielleicht haben wir echt schon genug Waffen gefunden, die wir verkaufen können, um uns die Berserker, also die Erzberserker-Rüstung zu kaufen. Ich muss kurz handeln. So, servus, Freund. Also. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ja. Ich kaufe dir auch etwas. Ja, bla bla, das kennen wir schon. Also, wir möchten gerne... Wir möchten gerne verkaufen. Das Regentenschwert muss nicht sein. Dieser Hammer glaube ich auch nicht. Dann... Das Kriegsschwert bin ich mir auch nicht sicher. Das Plasmagewehr... Da haben wir eigentlich eh den Typen. Bin ich mir ein bisschen unschlüssig. Bogen. Können wir eventuell noch lassen. Was haben wir hier noch rüstungsmäßig? Den Setzerhelm braucht man nicht mehr. Die Amulette möchte ich gern behalten. Ansonsten. Was hält man noch? Gut erhaltene Konservendose. Ach, lass ich noch. Die ist nichts wert. Da werden wir vielleicht mit weiter unten mehr Glück haben. So ein Zeug. Trophäen, ne? Die Frage ist, ob man damit etwas basteln kann. Schlauch haben wir recht viel. Ich glaube, da können wir 100 verkaufen. Hornplatten, glaube ich, lasse ich auch 20 übrig. Feder, hier Kralle, lasse ich auch ein paar übrig. Feder, Zähne. Dann Elektroschrott. Brauchen wir da echt so viel von dem Zeug? Wenn ich jetzt sage, ich verkaufe da 200, ist gleich auch mit dem Metallschrott. Was würde ich noch anbieten? Ein Presslufthammer. Ui, Magnesiumfackel haben wir Nummer 2, da muss ich sparsam sein. Da. Wird man fast hinkommen. Krempel bis auf 1. Hammer bis auf 1. Öllampe bis auf 1. Darmbesen gehen wir her. Bis auf 1. Bis auf 1. Den weg, weg. Bis auf 1. Da auch. Geldbündel. Ich lasse 20 übrig. Ich brauche echt Geld. Ich möchte gerne diese Berserkerrüstung, diese Erzberserkerrüstung haben. Da gehen wir auch 600 her. So.
die sind ja auch nichts wert, ne? Plasmazellen, Energiezellen. Da müsste ich noch bei den Trophäen was schauen. Ich hätte es fast zusammen. 1000, da wird man noch brauchen. Dann könnten wir uns die Erzberserker-Rüstung kaufen. Die wird uns sicher gute Dienste tun. Eisenerz, Elektroschrott, Klebeband, Zähne, Krallen, Klauen, Drüsen. Fangbein, Fell, Leder. So, ein bisschen Kleingeld hätten wir jetzt noch vom harten Hund. Kann ich auch 10 hergeben. So, passt. Können wir schon kaufen. Ja. Servus. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich hätte gleich kaufen können. Ich kaufe dir auch etwas ab. Hoppala. Ja, das war wieder typisch ich. Also, ich hätte gern die Erzberserker-Rüstung. Paradestärke plus Rüstung plus 10. Oh mein Gott, die kann ich gar nicht tragen. Wie schaut es mit dem Helm aus? Plus 8 Rüstung. Können wir derweil gar nicht führen. Die Erzberserker-Hose. Die ist sauteuer, wenn du denkst, dann gibt nur plus 5 Rüstung. Brauchen wir echt nur so wenig? Aber die könnte man wenigstens dabei anziehen, ne? 4000 werden wir noch zusammenbringen dann, ne? Dann nehmen wir uns mal die Hose. So. So. Wir müssen sowieso, ich will sowieso also alles haben. Also, ja, Technik wird hier nicht gerne gesehen. Dusch. So, ich würde mir gerne die Hose anziehen. Jetzt können wir dann die hier verkaufen. So. Passt. Wenigstens schon irgendwas. Okay. Und, ja. Das waren jetzt 10 Minuten fast. Ja. Egal. Das war nicht so, ja. Nicht sehr lukrativ. Okay, was soll's. Ja. Ich werde trotzdem zur Lager der Mitte gehen. Ich werde trotzdem Kaya mitnehmen. Ihre Quest vielleicht noch nicht machen. Stattdessen andere Quests mir suchen. Damit ich ein bisschen Level up kriege und so weiter. Ja. Damit wir so schnell wie möglich die Erzberserker-Rüstung tragen können. Mädel? Mitkommen. Mitkommen. Na gut. Passt. So, Questelein. Ihr Quest ist mir da ein bisschen noch zu heftig, glaube ich. Da, alte Pflichten. Das wäre noch was. Oh Gott. Kallax. Konverter Hauptschalter. Muss ich da rauf und dann hier. Konverter Hauptschalter. Konverter Hauptschalter. Ulbricht. Oh, um Gottes Willen. Crony. Dann können wir doch mit dem kleinen Kerl eigentlich anfangen. Wo ist er denn überhaupt? Bis nachher. Kleiner, wo bist du? Da fliegt er. Conny, warte. Halt, halt.
meint er damit all die Pflichten? Ah, da ist was anderes. Ach so, natürlich, ich Idiot, unser Gleiter. Meine Güte, bin ich dämlich. Wo ist denn unser Schmied? Eigentlich ganz nett. Hallo. Du sagtest, die Reaktorspule ist im Eimer. Du sagtest, die Reaktorspule ist im Eimer? Ja, verdammt. Das Ding hält keine 2 Kilometer mehr durch. Ich weiß, ich hätte sie schon früher auswechseln sollen. Sie hatte mir schon Probleme gemacht, als der Gleiter noch im Betrieb war. Ah. Wo sollen wir denn jetzt eine Reaktorspule X48 herkriegen, hä? Diese Dinger sind verdammt selten. Ich habe eine. Ich habe eine passende Reaktorspule für den Gleiter gefunden. Hey, das ist... Ja, das grenzt an ein Wunder. Ja. Naja, fast. Ich mache mich sofort an die Arbeit und baue das Ding ein. Sehr lieb. Aha, ein erinnere mich. Boah. So, da sind wir. Sieht ganz so aus, als hätte ich in der letzten Schlacht wesentlich mehr tödliche Treffer erzielt als du. Fängst du jetzt damit an, die freien Menschen zu schonen? Wie oft waren wir jetzt schon gemeinsam auf der Jagd, bei der ich klar der bessere von uns beiden war? Du wirst schwach, Jax. Ein inakzeptables Verhalten. Wenn ich es nicht besser wüsste, könnte man vermuten, du hättest deine Elex-Rationen abgesetzt. Sind das etwa erste Anzeichen von Emotionen für die freien Menschen? Sprich nicht so mit deinem Bruder. Deine Familie war stets über jeden Zweifel erhaben, Kallax. Die Orde des Hybriden war mehr als eindeutig. Kampf dem Verrat. Keine Macht den Separatisten. Bei ersten Anzeichen von Emotionen innerhalb der Armee muss Meldung gemacht werden. Familie oder nicht. Du weißt selbst, dass wir wachsam sein sollen, Vater. Ja, und wir werden sie befolgen. Doch du hörst jetzt auf, an der falschen Stelle nach Verrätern zu suchen. Er tut nur seine Pflicht, Vater. So wie wir alle. Ja, unsere Pflicht. Doch am Ende müssen noch genug von uns da sein, damit diese Pflichten verrichtet werden können. Ich glaube, Kallax war auf uns immer eifersüchtig. Naja, eine Sache macht mir aber immer noch Sorgen. Was denn? Ich sag's dir, wenn ich mir sicher bin, okay? Je eher ich mich dran setze, umso schneller bin ich fertig. Gutes Gelingen. Tja. Gut, das hätten wir. Erfahrungspunkte technisch, das waren recht viele. Oh ja, wir kommen zum Ziel schon ein bisschen näher. Gut. Nächstes Ziel. Nächstes Dingens. Ulbricht. Schauen wir mal, was mit dem. Was wir da machen müssen. Ulbricht, Ulbricht. Da drinnen, glaube ich. Ah, der Kerl da vorne. Ich verstehe einer, die Kleriker. Sie predigen menschliche Nähe und trotzdem verspüre ich nichts als Kälte. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für dich, Berserker. Reinhold. Ulbricht war oben. Jetzt war ich verwirrt. Ich dachte, was? Ulbricht will ich mit mir sprechen. Aber das war Reinhold. Ich schlaues Mädchen. Also, Herr Ulbricht. Ah, der da war's, genau. Hey, du da! Ah ja, ein Neuankömmling, wie ich sehe. Lass mich dich anschauen. Dein Gesicht verrät mir, dass du schon so manchen Kampf bestritten hast. Deine Augen verraten mir, dass du großes Potenzial hinter deiner Fassade verbirgst. Was auch immer dir widerfahren sein mag, nun bist du frei, mein Sohn. Ab jetzt wirst du den rechten Pfad des wahren Glaubens gehen. Die Kleriker hören sich alle selbst gern reden. Wir reden, weil wir die Wahrheit verkünden.
Verschon mich mit deinem Gefasel. Danke für die Audienz, Vater. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Ein Mann der Tat. Du kommst gleich zur Sache, wie es aussieht. Also gut, warum bist du hier? Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Du bist der oberste Judikator, Anführer der Kleriker. Du führst den Krieg der Kleriker in Ignadon außerhalb der Mauern des Horts. Du willst über den Krieg sprechen, ja? Du willst wissen, warum wir immer noch verweilen und unsere Kräfte sammeln, anstatt den Feind im nördlichen Converta anzugreifen? Du willst wissen, welche Strategie der oberste Feldherr der Kleriker plant, um die Alps zurück in ihr verfluchtes Eisland zu treiben? Oder bist du nur hier, um mir ins Gewissen zu reden, die Leben der Menschen hier zu schützen und die Waffen niederzulegen? Was es auch ist, das sind Dinge, die den Judikatoren vorbehalten sind, mein Sohn. Deine Aufgabe ist es, zu vertrauen. Nur wer fest im Glauben ist, kann uns dienlich sein. Jeder, der unreines Gedankengut verbreitet, wird im Feuer dieses Berges verenden. Denk immer daran. Schöne Aussichten. Spar dir deine Drohungen. Ohne meine Hilfe werdet ihr nicht weit kommen. Und doch könnte ein einziger Mann das Schicksal lenken. Ich will nicht vermessen sein, Vater. Und doch könnte ein einziger Mann das Schicksal lenken. Irgendetwas sagt mir, dass ich dich kenne. Dein Gesicht. Nein, du bist kein einfacher Mann. Deine Rolle könnte bedeutend sein in diesem Krieg. Also gut. Lass uns darüber sprechen. Doch vorher sagst du mir, wer du warst, bevor du den Hort betreten hast. Ich bin Jax, Alpkommander und oberster Feldherr des Eispalasts. Ihr freien Menschen nennt mich die Beste von Xarko. Ich bin niemand. Ich bin nur ein Mann, der seinen wahren Glauben sucht nach des Oberen. Ich bin Jax, Alpkommander und oberster Feldherr des Eispalastes. Ihr freien Menschen nennt mich die Bestie von Xarkor. Ich wusste, der Tag würde kommen, an dem der Feind seinen Weg direkt in meine Kathedrale finden würde. Deine Tarnung ist exzellent. Ihr Alps habt gelernt. Verflucht sei der Eispalast und seine Höllenbrut. Also, verrichte deine Mission, Alp. Zieh deine Waffe. Diese Kathedrale soll unser beider Grab sein. Ich bin nicht hier, um dich zu vernichten. Ich bin kein Alp mehr. Aber was? Meine Elix-Kräfte sind vergangen. Mein Wort hat kein Gewicht mehr am Hofe des Eispalastes. Ich wurde verraten und bin nun ein Gejagter meiner eigenen Leute. Ist es also wahr? In der Tat. Mich erreichten Gerüchte um dein Exil und deinen Absturz in den Bergen von Edan. Aber ich hätte niemals geglaubt. Und doch stehst du nun hier. Ein Wandler zwischen den Welten. Aber du bist unerschrocken und mutig. Kriterien, die wir hier im Hort oft vermissen. Egal, wer du gestern noch warst. Der Mann, der hier vor mir steht, hat einen gewissen Ruf, der ihm vorauseilt. Du hast großes Potenzial, das wir gut gebrauchen könnten in diesen dunklen Tagen. Also sprechen wir über den Krieg. Was willst du wissen? Erzähl mir von den letzten Angriffen der Alps auf den Hort. Ihr rüstet für die Schlacht gegen den Converta in Ignadon. Das obere. Erzähl mir von den letzten Angriffen der Alps auf den Hort. Du müsstest doch genau wissen, wie das abgelaufen ist, Bestie von Xarkor. Aber gut, ich schildere dir meine Sicht der Sachlage. Die letzte Welle der Alps ist jetzt schon einige Monate her. Unsere Verluste waren verheerend. Judikator Johann,
war an vorderster Front. Sein Tod war ein Schock für uns alle. Ich bin mir sicher, wenn die Alps wüssten, wie es um uns bestellt ist, würden sie es wieder versuchen. Also, wenn du doch noch deine Meinung änderst und uns verrätst, wirst du der Erste sein, den wir richten werden, Alp. Seitdem haben sie sich im Konverter verschanzt. Nur Gott weiß, wie viele Maschinen sich wirklich hinter seinen Toren verbergen. Der Alp-Commander im Konverter, mein direkter Gegenspieler, wartet nur darauf, dass wir den Hort verlassen. Nach meinen letzten Informationen unterstehen Commander Jurek etwa 3 Garnisonensoldaten, etliche Kampfmaschinen und eine Handvoll Kolosse. Schön. Doch ist der Stand meines Wissens schon einige Wochen alt. Wir müssen mehr als gut vorbereitet sein. Ihr rüstet für die Schlacht gegen den Konverter. Ihr rüstet für eine Schlacht gegen den Konverter in Ignadon? Der Konverter muss endlich seinen Betrieb einstellen. Es ist der einzige Weg, um Ignadon zu befreien. Doch leider ist er bis unter das letzte Deck voller Maschinen und Soldaten, die uns daran hindern werden, wenn wir es versuchen. Nur mit einer gut geplanten Großoffensive werden wir erfolgreich sein. Worauf wartest du noch? Worauf wartet ihr noch? So wie ich das sehe, habt ihr mehr als genug Maschinen. Das mag sein. Doch muss sie jemand führen. Nur Reinhold und ich sind dafür qualifiziert genug. Jedoch wird das nicht reichen. Judikator Johann fehlt uns. Sein Tod schadet uns mehr, als ich zugeben möchte. Wir brauchen einen neuen Feldherrn. Was ist mit mir? Das könnte dir so passen, Bestie von Xakor. Außerdem, wie steht es um deine Reinheit? Wann hast du das letzte Mal etwas Elex-haltiges konsumiert? Nun ja. Dachte ich mir. Wenn du willst, kannst du an der Schlacht teilnehmen. Doch als Soldat. Wir brauchen einen erfahrenen Feldherrn, der auf den Konsum von Elex-haltigen Substanzen verzichtet. Das ist sowohl höchst unwahrscheinlich als auch... Töricht? Es ist eine Sache des Glaubens. Kein Kleriker würde einen Feldherrn akzeptieren, der nicht rein ist. Ich werde einen reinen Feldherrn für deine Großoffensive finden. Tja, ist ja nicht so, als hätten wir es nicht schon versucht. Doch wachsen solche Experten nicht einfach so aus dem Boden. Und doch, bei uns im Hort sind zumindest schon 2, die es können. Reinhold und ich. Warum sollte es bei den anderen Gemeinschaften nicht auch mehrere in einer Truppe geben? Berserker, Separatisten, von mir aus sogar Outlaws. Völlig egal. Nur rein muss er sein und bereit sein, sein Leben für die Menschen hier in Ignadon aufs Spiel zu setzen. Wenn du es so sagst, hört es sich noch unwahrscheinlicher an. Ich weiß. Aber wir haben keine andere Wahl. Am besten du befragst als erstes die obersten Anführer der anderen Gemeinschaften. Vielleicht haben wir ja Glück. Okay. Aber das werden wir dann erst im nächsten Part machen, weil für heute ist Schluss und auch für meine Aufnahmesession hier. Ah, jo, schön. Die Arbeit geht uns nicht aus, ne? Setzen wir uns mal hin. Ah, wir sind heute schon sehr viel gehatscht. Echt wahr. Jo. Viel zu tun es gibt. Aber das werden wir schon hinkriegen. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir machen Schluss für heute. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wer ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!